wunderschönen guten Abend aus dem Ewerk in Köln. Sehr gute Wahl. Alle Anwesenden haben alles richtig gemacht, an dem Bildschirm natürlich auch. Hallo. Ich kann eine Sache versprechen. Ich verspreche einen Abend, der uns alle auf die Sonnenseite des Lebens holen wird. Einfach mal ohne Sorgen ablachen. Ansonsten kannst du das da draußen ja gar nicht mehr ertragen, oder? Überall lange Gesichter im Straßenverkehr, sind nur noch Spezialisten unterwegs. Und die Post geht neuerdings als zugestellt, wenn die 100 Kilometer weiter in irgendeinem Kiosk rumliegt. Das ist ja wohl eine Unverschämtheit. Hallo Post, ich wohne da nicht. Alles andere machen wir hier. Es nervt überall draußen. Hier drin ist es wunderbar und gemütlich. Wir sind unter uns. Wollt ihr lachen heute Abend? Sie doch mit Sicherheit auch. Das Ewerk in Köln ist soweit. Wir haben sie alle hier, die besten Comedians Deutschlands. Und sie nehmen den Auftrag wirklich sehr, sehr ernst. Sie schenken uns ein. Mindestens 100 Lacher. Sie können nachzählen. Der Mann, der jetzt kommt, der erzählt uns allen etwas, was er noch nie eingestanden hat. Das ist quasi eine Weltpremiere. Er möchte sich etwas von der Seele reden. Auf dieser Bühne findet es hier jetzt statt. Das allererste Mal in meinem Leben spricht er über ein persönliches Schicksal. Mit einem warmen Applaus begrüßen wir ihn. Hier ist Chris Theil! Vielen Dank. Ich finde das so geil, Digga. Erste Reihe und du filmst mit Blitz, Junge. Bist du der Letzte, der verstanden hat, dass das eine Fernsehaufzeichnung ist? Wie geil ist das? Du kriegst nicht aus. Du bist ja der Allergeilste. Ich dachte, wie bist du der Götter? Können wir mal Applaus haben für meinen Vater heute in der ersten Reihe? Ist das so geil. Habt ihr Spaß? Ja? Freut ihr euch? Sehr schön. Leute. Ich muss mich heute outen und es kann natürlich sein, dass ihr mich dann unsympathisch findet. Einige sitzen jetzt gerade wahrscheinlich und denken so, ja, eh. Aber in dem Sinne. Aber es ist wirklich, ich muss mich outen und ich hoffe, es sind noch Leute hier, die so fühlen wie ich. Ich bin ein extrem schlechter Verlierer. Wer verliert nicht gerne? Ja, danke. Scheiße, oder? Wem ist es egal, ob er verliert? Ja, richtige Loser-Menschen. Weil das Ding ist... Na, ist doch so. Ich hasse es zu verlieren. Ich habe mich letztens gefragt, warum ist das? Wo kommt das her? Das kommt schon aus meiner Kindheit. Ich habe damals schon mit meiner Schwester gespielt. Mensch, ärgere dich nicht und die ganze Scheiße. Und wir haben mal gekniffelt. Kniffel kennen wir alle, oder? Kniffel ist mega. Meine Schwester hat dreimal in Folge einen Kniffel gewürfelt. Und tut so, oh, ich habe aber Glück. Die hat geschummelt, 100 pro. Wisst ihr, was dreimal die gleiche Zahl, dreimal hintereinander, fünfmal die gleiche Zahl, dreimal, wisst ihr, was ich meine? Das ist physikalisch nicht möglich. Beim dritten Kniffel in Folge, ich habe die Würfel genommen und in den Mund gesteckt und gesagt, keine Würfel, kein Kniffel. Man muss sich auch durchsetzen. Vor lauter Frust habe ich die runtergeschluckt. Am nächsten Morgen war geil, ich auf Klo, ah, Kniffel. Aber, oh, ihr seid so nett. Das Ding ist, ich bin ein richtig schlechter Verlierer, aber was auch sehr unsympathisch ist, ich bin ein noch schlechterer Gewinner. Ja, wenn ich gewinne, dann will ich auch, dass du weißt, dass du gegen mich verloren hast, auch Jahre danach. Ist viel geiler, oder? Ich weiß, ich habe gespielt mit meiner Schwester Monopoly. Oh, wer hatte die Schlossallee? Digga, alles, Hotels draufgebaut, alles, ich hatte Pferde, alles, ja, komplett. Also wirklich, also meine Schwester ist auf diese Schlossallee rauf. Und es war so geil, Alter. Ich hab mich gefühlt wie Krösus, Alter. Ich gesagt, gib mir die Kohle, du Bitch, Alter. Und sie so, wir spielen doch nur ein Spiel, gib mir die Kohle, hab ich gesagt. Und wenn sie gesagt, kannst du dich wieder von meiner Straße verpissen, ey. Ja, grundsätzlich schon schlimm. Das Problem war, ich war 4. Das war ein bisschen sehr übertrieben. Und das Ding ist, jetzt bin ich 32 Jahre alt und ich will immer noch gewinnen. Und das Problem ist, ich bin Komiker und bin teilweise in so Spieleshows, wo ich so tun muss, als wäre es mir völlig egal, was passiert. Ich war letztens bei Schlag den Star. Ich habe gewonnen gegen Pietro Lombardi. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Nach außen war ich so, hey, ich bin Comedian, alles cool. 100.000 Euro, wer braucht die schon? Innerlich habe ich mich gefühlt wie der Wendler beim Finanzamt. Ich war richtig dabei. Ja. Wisst ihr, wie hart das für mich war, Pietro 2 Spiele zu schenken? Ich habe ihm den Gag erzählt, er hat auch gelacht, er hat ihn nicht verstanden. Ist halt Pietro, ja, aber... Sorry, Bro, sorry. Nicht böse gemeint.
Ja. Und irgendwann bist du aus diesem Brettspielalter raus. Was ich aber nicht wusste, was mir keiner gesagt hat, irgendwann kommst du wieder rein. Das ist so krass, oder? Ich sag nur, die Siedler von Catan. Was? Woo! Ey, da musst du Sonderurlaub beantragen. Das geht über Tage. Weißt du, früher so mit 18, 19 haben wir gesagt, ey, wer hat Gin? Wer hat Wodka? Heute sitzt du da, oh, hat jemand Lehm, hat jemand Holz? Ich möchte eine Straße bauen. Das ist bald ein Scheiße, Alter. Und kam letztens ein Kumpel zu mir, als wir so alle zusammen gechillt haben, hat gesagt, ey Leute, pass auf, wie wär's mal mit einem kooperativen Spiel? Habt ihr schon mal gehört? Kooperatives Spiel. Hab ich gesagt, was ist das für ein Scheiß, hab ich noch nie gehört. Und hat er gesagt, ja, das ist ein Spiel, da gibt es keinen Gewinner. Wir spielen einfach nur gemeinsam als Team. Und ich so, oh, Kniffel. Und, ey. Was zur Hölle? Ja, wir spielen einfach als Team. Wir gewinnen an Erfahrung. Willst du mich verarschen oder was, Alter? Du brauchst immer einen Gewinner. Ich geh doch auch nicht in den Puff und streichel den Schrank. Guck mal, die Männer. Ja. Ich sehe schon vor mir, Alter. Kooperatives Spiel. WM-Finale, Digga. Hey, willst du schießen? Nein, willst du? Nein. Okay, darf ich schießen? Nein, nicht schießen, nicht schießen. Ich sehe schon die Hooligans, weißt du, mit Räucherstäbchen. Hurra, hurra, die Deutschen haben sich lieb. Ja, was ist das denn, Alter? Ganz ehrlich, ey. Was ich aber auch richtig geil finde, sind Quizspiele. Ich bin nicht der Schlauste. Alle sitzen da. Ja, red weiter. Und was trotzdem sehr viel Spaß macht, ist Quizspiele zu spielen, aber mit Klugscheißern mag ich das nicht gerne. Es gibt, kennt ihr alle im Freundeskreis, oder? Die Hochnäsigen. Da stand auf der Karte stand drauf, wie heißt die Hauptstadt von Madagaskar? Willst du mich flachsen? Wer war das? Wer war das? Du warst das? Guck mal was auf, steh mal ganz kurz auf. Was steht auf seinem T-Shirt? Hi, dein Mau. Dann tu das bitte auf. Hi, dein Mau, setz dich hin. Habt ihr das gehört? Digga! Was? Wie geil das? Ohne Scham sitzt er da. Antananarivo, das weiß man. Leck mich am Arsch, Alter. Die Hauptstadt von Madagaskar. Keine Ahnung, ey. Ich weiß, wer da wohnt, ja? Ein Löwe, eine Giraffe, ein Zebra und ein Nilpferd, ja? Mir ist doch scheißegal, wie die Hauptstadt heißt. Wirklich, was ist das für eine Scheiße? Mein Kumpel auch, wie du, Antananarivo. Ich sag Ananas am Arsch, Alter. Nächste Karte, da stand drauf, durfte ich vorlesen. Wer war der erste Dschungelkönig? Ja, und ich guck ihn an, oh, Antananarivo, weißt du das nicht? Schade. Ja, wer weiß es? Ah, amigos, ich traf sie irgendwo, allein in Mexiko. Anita. Nee, Antananarivo. Ja, aber nah dran. Auch ein sehr geiles Spiel, Stadtlandfluss. Oder? Wer spielt gerne Stadtlandfluss? Schon ein paar dabei, ne? Stadtlandfluss ist geil. Aber es gibt immer die Leute, immer. Und wenn ich immer sage, dann meine ich? Immer. Einer, manchmal, ja. Es gibt immer die Leute, die schummeln. Es gibt immer, immer die gleichen. Wirklich, Land mit M. Mailand. Guck mal, Heider mal überleg noch, ne? Ist doch richtig, ich weiß gar nicht, was ist. Mailand ist kein Land, das ist eine Stadt in Spanien. Und, die Gesichter, wie manche lachen und die anderen so. Hast du den verstanden, Jürgen? Ich weiß doch auch nicht, ey. Ich bin noch bei Antananarivo. Ja. Wirklich geil. Ich habe mal mit meinem Vater gespielt. Farbe mit L. Latex. Da willst du auch nicht fragen, warum er das geschrieben hat. Dann sag ich, das ist doch keine Farbe. Dann sagt er, es gibt doch Latexfarbe. Ich sag, ja, aber ich meine doch nicht mit Farbe, Farbe. Ich meine doch mit Farbe, Farbe, verdammt. Dann sagt er, ich liebe Latex. Ich sag, too much information. Meine Mutter kommt rein. Latex, liebe ich. Sag, Mama, hör auf damit. Und dann sagt er, danke. Wow. Ey. Und dann diskutierst du doch mit dem. Dann guckt er mir, dann kriege ich vielleicht 5 Punkte wegen Kreativität. Ich sag, nee, ich zieh dir 10 ab wegen Frechheit, Alter. Halt den Mund jetzt. Wisst ihr, was er noch geschrieben hat? Fluss mit A. Abfluss. Dass ihr da lacht. Da krieg ich Puls. Der will sich da Punkte für aufschreiben. Ich sag, wodurch fließt er denn? Durch Pissoir in Frankreich oder was, Alter? Die Bürgermeisterin, Pipi Langstrumpf. Natürlich, Alter. Mein Bruder war der Geilste. Wir spielen Stadtlandfluss. Beruf mit N. Was schreibt der? Neuer Job. Ich sag, willst du mich verarschen? Er sagt, ich hab doch einen neuen Job, ist mein Beruf. Ich sag, es geht schon um Berufe, Berufe. Er sagt, was hast du denn? Hab ich gesagt, näher. Näher.
Da sagt er, das kann ich gar nicht lesen. Ich sagte, komm mal näher, dann kannst du sehen. Näher. Aber der wollte dann den Spieß umdrehen. Näher ist doch kein Beruf. Hast du nichts anderes? Und ich gucke ihn an, so, keine Ahnung, näher. Neurologe, Nachrichtensprecher, Nageldesigner, Narkosearzt, Navigator, Notar, Notfallsanitäter, Nukleargeologe, Nachtwächter, Nachttänzer. Das gar nicht. Brauchst du noch mehr? Oder? Was ich auch richtig gerne spiele, ist Scrabble. Haben wir noch Scrabble-Fans hier? Ist ausgestorben fast. Ah, guck mal, so ein paar, ne? So ein paar Nerds. Ich liebe Scrabble. Kann ich aber nicht spielen mit meiner Mutter, weil die schummelt. Scrabble mit Leuten, die schummeln, kannst du nicht spielen. Die erfindet einfach Worte. Und dann sagt sie, da bist du noch nicht alt genug für. Das sind alte Worte. Wisst ihr, was die mal geschrieben hat? Iglu-Tag. 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 Ich sag, das ist doch kein Wort. Sie sagt, natürlich ist das ein Wort. Ich sag, dann bilde mal einen Satz mit Iglu-Tag. Da guckt ihr mich an, heute mache ich Fischstäbchen, weil ich dich so mag, denn heute ist dein Iglu-Tag. Sie schreibt sich die Punkte auf. Junge. Aber Digga, absolutes Favorite-Spiel, Tabu. Tabu ist geil, das zerstört Beziehungen, das macht mich geil. Wirklich, es ist so geil. Ich kann es mit meiner Schwester nicht spielen, weil ich kann das nur spielen mit Schreien. Ich kann das nicht, weil ich werde hysterisch. Weißt du, ihr könnt ja mal mitraten, aber nicht reinrufen währenddessen. Ich frage euch danach. Pass auf, ich stehe vor ihr mit der Karte, für die, die Tabu nicht kennen. Du hast oben ein Wort, das musst du halt erklären. Unten sind 5 Worte, die darfst du nicht nennen. Eigentlich ganz einfach. Ja, dann stehe ich vor ihr so, okay, pass auf, das ist dieses schräge Ding über dem Ding, in dem du wohnst. Also so ein schräges, damit das in dem Ding, in dem du wohnst, nicht reinregnet. Das ist oben drauf, dieses schräge Ding. Sie so, was ist das schräge Ding? Oben drüber. Der guckt mich an. Antenne? Nein! Was soll ich für eine Antenne haben? Wohne ich bei der NASA oder was? Was war gemeint? Danke. Das Geilste, was ich jemals bei Tabu erlebt habe, ist wirklich passiert. Das kannst du dir nicht ausdenken. Und es ist das Witzigste, was ich je in meinem Leben erlebt habe. Ich habe ein sehr trauriges Leben. Aber es ist wirklich, es war so witzig. Ich muss euch. Okay, dann nochmal reden. Ich habe ein sehr trauriges Leben. Und es war wirklich, wir haben zu 10 Tabu gespielt, 5 Teams. Ein Team war ein befreundetes Pärchen von mir, die sind beide schwul. Beide Männer? Musst du heute dazu sagen. Excuse me, wir haben 2024. Einer schwul, einer ein Baum. Auf jeden Fall. Es war das Lustigste, was ich je in meinem Leben erlebt habe. Pass auf, der eine von beiden hat die Karte und ich sehe das Wort. Das Wort war Gebläse. Das denke ich mir nicht aus. Ich gucke. Ich habe Tränen gelacht, bevor der angefangen hat. Gebläse. Der Spielegott ist mit uns, Alter. Pass auf, wirklich so passiert. Alle besoffen. Der guckt auf diese Karte. Oh, wie einfach. Und ich so, okay, los geht's. Ich drehe um. Dann guckt er seinen Freund an. Okay, ganz einfach. Das, was du gerne machst. Da guckt er den an. Ah, bumsen. Der sagt, nein, 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 das, was du gerne machst, das sagt er, ach so, wie dumm bin ich denn? Gebumst werden. Das ist ein Kinderspiel. Was denkt ihr, was da draufsteht? Das Allergeilste ist aber, wenn du so Spielerunden hast, wo du immer wieder zusammenkommst und immer wieder zusammen spielst und irgendeiner bricht die Regeln, indem er ein neues Spiel mitbringt. Du willst es nicht. Du hast keinen Bock drauf. Es kommt immer einer, der sagt, ich habe ein neues Spiel mitgebracht. Die Regeln sind ganz einfach, ganz easy. Ja, komm, ich erkläre es euch kurz. Und denkst so, keine Ahnung, was du redest, Alter. Ja? Wir haben keinen Bock drauf, wir verstehen die Regeln nicht. Was sagt der dann? Wir kennen diesen Satz alle. Wisst ihr was? Wir fangen einfach mal an. Und das erklärt sich dann von selbst. Jetzt hast du mich aber vor dir, ein Typ, der nicht verlieren kann. Ich sag, nee, 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 mein Freund, so spielen wir nicht. Ich will die Regeln wissen, Alter. Und dann ging ein Dialog los, das ging so los. Dieses Regelbuch, so fett wie das Telefonbuch von Tokio. Alles aus. Und dann habe ich gesagt, erklär mir mal die Regeln. Dann sagt er zu mir, ist ganz einfach, pass auf. Wenn du mit dem 8-seitigen Würfel eine ungerade Zahl würfelst, darfst du mit dem blauen Stein und der roten Kugel auf dem linken Weg gehen. Musst die Sandtour umdrehen, 2 Aktionskarten, 4 Rohstoffkarten ziehen, damit du ein Bild mit verbundenen Augen malen kannst. Erst dann darfst du auf den Buzzer hauen und bekommst Perlen und Klötze. Ich sage, okay, habe ich verstanden. Aber was ist, wenn ich mit dem 12-seitigen Würfel einen Pasch würfel? Darf ich dann mit dem blauen Stein oder roten Kugel auf dem linken Weg gehen? Muss ich dann die Sonnenuhr aktivieren, 16 Ereigniskarten, 8 Länderkarten ziehen, bevor ich aus Knete ein Sprichwort forme, bevor ich mein Glöckchen läute und Peseten bekomme? Da sagt er. Da guckt er mich an.
Nein, ist noch viel einfacher. Wenn du mit dem 16-seitigen Würfel 8-mal in Folge eine 1 würfelst, musst du 41 Verbandskarten ziehen, mit den Steinen deines Gegners alle Wege abgehen, mit 5 verschiedenen Murmeln jonglieren, Russland besetzen, Holz kaufen und ein Lied von Andrea Berg gurgeln, damit du nochmal würfeln kannst. Ich sag fast, wenn ich mit einem normalen Würfel eine 6 würfel, ja, dann ist das Spiel vorbei. Vielen Dank.